Alter, was geht ab, Leute? Irgendwo in der Uni? Nee, Uni, aber nicht in meinem, in dem Bundesbezirk, in meiner Fakultät. Ich suche einen Kumpel, mit dem treffe ich mich jetzt. Ich versuche noch ein bisschen an meiner Arbeit zu schreiben und dann treffen wir uns dann beide noch mit einem anderen Kumpel. Chillen ein bisschen und dann schauen wir mal, was so geht. Jetzt will ich ihn erstmal finden. Der Kollege meint, der kommt mich abholen. In der Zwischenzeit erforsche ich hier mal die Gegend. Oh, da sieht es nach Büchern aus. Okay. Genau, also ich bin jetzt im dritten Stock, die sind eigentlich alle gleich. Okay. Komme ich jetzt auf YouTube. Möglicherweise. Aber bei 3.000 Abonnenten bin ich ja dann voll berühmt. Die nächsten Tage laufe ich lieber mit Sonnenbrille rum. Nee, aber heute sind schon 3.100, habe ich gesehen. Ja, ja. Hast du gut gesehen. Wo du eigentlich lernen müsstest. Ach, halt die Klappe. So, wir kommen in den dritten Stock. Filmst du schon wieder? Ja, was? Ich bin Vlogger, Mann. Hi. Zwei Pizzen. Der Kollege holt sich zwei Pizzen. Wir warten auf Justus, der Leidende. Er wollte sich um 3 treffen. Und dann kommt irgendwann nach 4. Das ist egal, so hatten wir mehr Zeit, ein bisschen zu schreiben, ein bisschen zu lernen. Er wird sich ein paar Brezen, ich hole mir einen saftigen Döner. Dann chillen wir ein bisschen, bis Justus kommt. Ich kann mit Justus leider nicht so lange chillen, wie er denkt, dass ich kann. Justus ist echt leidend. Auf der Suche nach Justus, dem Leidenden. Geht's nicht genauer? Hey, ich stehe halt auf einen Millimeter genau auf dem Punkt, wo du den Standort geschickt hast. Ne? Keine Ahnung. Riad heißt. Das ist Justus Rot, RSG, er ist Riad, Gelb, RSG. Wobei ich noch nicht offiziell RSG bin. Ja, doch, doch. Du bist in der Agenda-Gruppe, das reicht schon. Ja. Das reicht. Du musst meinen Namen, habe ich noch nicht geändert. Muss auch nicht. Das sollte echt keiner machen. Ja, du hast es aber gemacht, Buddha. Also deswegen sage ich ja, das sollte echt keiner machen. Echt ja, leid. Aber wenn nicht, dann bring dich den Abi halt irgendwann um. Also so ist es. Ja, genau. Ich hatte mit Lappen persönlich noch nie das Vergnügen. Besser so. Ich lade dich dazu. Wenn mich da morgen bei mir her und manchmal. Hallo? Du kannst nachher ein bisschen Chips kaufen. Hey, ich bin Justus, der Nachfolger von Aschaffenburg. Er will mir jetzt zeigen, was so alles in Aschaffenburg abgeht. Angeblich, Lavita Fogadis. Ja, 16:18 Uhr, Lavita. Togetic ohne Ende, brauchen wir gar nicht mehr zählen. Für kein Tratine, kein Dragonier. Okay, 15:01 Lavita, 14:49 Lavita, 14:35 Lavita, Togetic, 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 14:13 Lavita, 14:06 Lavita, 13:51 Lavita, 12:36 Pupita, 12:27 Lavita, 11:50 Pupita, also da kommt man anscheinend gar nicht mehr hinterher. Da muss man echt mal hin. Da muss man echt mal hin. Ich bin ja in 2 Wochen mal da, da kann ich ein bisschen rückmelden. Sehr gut. Sehr gut. Und was mit den Dragons? Ich dachte, da kommen auch so viele Dragons. Pass mal auf, die haben
So, fangen wir nochmal an. Okay, da waren wir, glaube ich. Das letzte Pupita und das letzte Lavita. Achso, noch ein Pupita. Er war 50. Er wird dann 30 Lavita. Lavita sind jetzt egal. Dragoran 10:42. Muss man gerade halten. Ne? Ja, also mindestens 10 Stück kommen am Tag. Ja, ja, nochmal. 8 Uhr Dragoran. Dann noch einer. 7:47 Dragoran. Ja, noch einer. 4:31 Dragoran. Aber das ist eigentlich. Okay, wir glauben ihm mal. Sieht saftig aus. Kann man echt mal dahin fahren. So. Das Eiscafé, der legendäre aus Vietnam. Ich hab schon ewig hier in München nach angesucht. Super saftig. Wir werden sehen. Auch bekannt als Cafés, oder? Ich bin halt auch alt. Hast du ihn noch probiert? Ja. Ich finde ihn extrem geil. Ja, das ist genau richtig so. Weißt du, wie das schmeckt? Ja. Wenn man, kennst du diese Tankstellen-Cafés? Diese Fertig-Eiscafés? Ja, genau, die kenne ich. Schmeckt wie wenn du so ein Ding nimmst. Ja, nur verstärkt. Ziehst halt 90% von der Flüssigkeit genau. raus. Genau so ist es. Genau so muss das schmecken. Wir sind hier wieder angekommen, wo ich vorhin da war. Weil Justus so spät gekommen ist, wird Pokémon technisch nichts gemacht. Aber wir schauen uns jetzt Attack on Titan an. Schön, wir brauchen uns mal einen Account reinziehen. Ja, den schauen wir uns auch an. Ich kümmere mich um die Bayerische Revolution 1918. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Genau. Ist ja schon ziemlich spät mittlerweile. Wir können uns leider nicht da reinschmuggeln, weil der alte Mann immer noch da sitzt. Das ist gefährlich. Das ist klar dann. Ja. Hm? Was mit den Daten? Wir brauchen Daten. Ja, Mann. Sonst kommen wir nicht ins Internet. In der ganzen Zeit, in der ich hier in der Uni bin, habe ich mir das nie eingerichtet. Ich habe es echt nie gecheckt. Ich hoffe, man kann es direkt sagen, sonst es kann sein, dass man sich durch eine Seite schnell durchklicken muss, wenn man auf dem Handy noch nie. Schauen wir uns erstmal, warte, erstmal Müll wegschmeißen. Nächste Folge Attack on Titan an und dann schauen wir mal was. Ist sogar ein Pokestop in der Nähe. Echt? Also ich komme an. Der Lindauer. Nee. Hab nicht geschaut. Ich stehe genau zwischen zwei, ja, das ist leidend. Ich dachte, GoPlus hat eine größere Range. Ich dachte, der würde dann drankommen. Aber wenn du Glück hast, verläuft sich dein Wi-Fi noch ein bisschen und dann. Kratzt du den ein paar Mal an? So, das war's. Gute Folge. Extrem geil. Ich muss erstmal pissen und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich kenne mich hier nicht. Wie du dich auszudrücken hast. Ja. Das ist geil. Ich glaube schon. Nein, das ist der Aufzug. Wie zieht ihr damit? So, fertig gechillt mit Justus. Wir haben noch ein paar Sachen gemacht. Und jetzt treffe ich mich mit den gelben Jungs aus Bogenhausen. Ein bisschen scannen, weil ansonsten die Folge hier recht Pokémon-los gewesen wäre. Aber so, gibt es noch ein paar Highlights für euch. Schauen wir mal. Ob das Video nicht allzu lang wird, weil der Tag schon richtig lang war. Los geht's. So, das war's. Scanner-Tour danach. Folgt in einem anderen Video, weil das hier doch schon länger wurde. Und die Scanner-Tour doch recht saftig war. Aber dazu dann wahrscheinlich morgen mehr. Das war ein Alltag von mir, so typisch in der Uni. Pokémon nebenbei ein bisschen. Ging nicht viel, aber vor allem jetzt, wo ich den Klicker habe. Pokémon Go Plus. Auf jeden Fall, das war's von der Uni, von mir für heute. Mehr Vlog als Pokémon Go, aber muss auch mal sein. Wie gesagt, morgen saftige Tour. Und bis dahin, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook.
Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.